Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück hier in Makedonien sind ein paar interessante Sachen am Laufen. Hier im Westen belagern wir inzwischen zwei Städte, wobei ich das vielleicht nochmal überdenken werde. Dazu kommen wir später. Während wir hier im Osten auf ersten echten Widerstand durch Athen hier stoßen, die auch zwei wirklich relevant große Städte haben. Das wird interessant werden. Wir werden mit verminderter Kraft hier oben weiterkämpfen, um den Rest des Zipfels jetzt hier noch einzunehmen. Das scheint mir als langfristiges Ziel wichtig zu sein. Und ich denke, wir können auch genau an dieser Stelle weitermachen. Wir wurden ja hier attackiert von den Kelten und wir müssen jetzt zurückschlagen. Wir haben hier eine Einheit im Wagen, die können wir jetzt, glaube ich, rausholen. Ich glaube, ich habe jetzt langsam kapiert, wie das geht. Prima. Aber die kann, weil wir sie rausgeholt haben, nicht gleichzeitig angreifen. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber wir haben hier Theotimos her noch als Hilfe in der Nähe. Und aufgrund des Geländes oder des Flusses, ich bin mir nicht sicher, kann sich der noch nicht mal weiter bewegen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch diesen Axtkämpfer, der auf dem Gelände gar nicht so gut kämpft und auch gar nicht angreifen kann, beziehungsweise, oh mein Gott, da gefesselt ist auf diesem Platz. Ja, das ist ja ganz toll. Da hätte ich ja lieber den noch woanders hin bewegt. Mit 2,1 wird er noch standhalten. Der kann mit 0,7 eigentlich nicht viel machen. Okay, das kriegen wir hin. Ist jetzt ein bisschen von der Bewegung her ein bisschen schwierig, diese Gegend. So, der Nomade hat jetzt hoffentlich den Weg dort gebaut, ne? Also, das Ganze müsste angeschlossen sein. Wir prüfen das nochmal, dass das auch ja alles korrekt ist hier hinten. Eisenmine durch Land verbunden. Müsste da nicht eigentlich noch... nur durch Land verbunden. Das ist noch nicht korrekt angeschlossen. Gut, dass ich mir das nochmal angeguckt habe. Das haben wir offensichtlich noch gar nicht getan. So. Das nächste Mal wird das erst geschehen dann. Okay, du bist hier weiter am Ausheilen. Hier wurden wir angegriffen, haben uns gut verteidigt. Wir können hier nicht weg im Moment. Deswegen bleiben wir stehen. Was bleibt uns auch anderes übrig? Die werden wir aber auf jeden Fall noch weiter heilen. Da sind wir schon bei Angriff 4 beim nächsten Mal. Diese Peltasten werden gewissermaßen diese Heilung decken. Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir, wenn unser gutes Schiff hier wieder repariert ist, das hier mit ranführen, vielleicht eine Einheit mit raufnehmen und hier landen und dann hätten wir auch hier eine Belagerung. Wäre eine Möglichkeit, um die Stadt irgendwie zu brechen. Aber dazu müssen wir natürlich hier auch weiter die Selbstheilung stärken. Ich will mit dem Schiff auch hier nicht noch rausfahren. Nicht, dass es noch angegriffen wird und wir es verlieren. Das wäre sehr, sehr unglücklich. Das bedeutet, dass wir hier im Osten nichts weiter tun können. Den brauchen wir da immer noch. Der Rest ist mehr oder minder bewegt. Okay. Gut, dann gehen wir rüber. Gehen wir rüber. Hier haben wir eine Einheit, die braucht noch weitere Upgrades. Da will ich auch noch weitermachen. Als nächstes mit der Verteidigung. Das ist wichtig für uns. Und dann gucken wir mal, wie weit sind wir hier unten. Der baut weiter seine Straßen. Warum hat das dann... Na gut, vielleicht wird das fertig, wenn er da fertig ist. Den beschützen wir weiter, indem wir dorthin ziehen. Und die Einheit wird ebenfalls weiter geheilt. Oder wir können sie natürlich nach Metoni bringen. Nee, aber da wird ja gerade was anderes getan. Insofern müssen wir die Selbstheilung hier anstrengen. Wie sieht es mit euch aus? Ihr seid fast geheilt. Ja, im Prinzip gilt das scheinbar als Heilung. Und da stelle ich mir die Frage, ob wir nicht mit denen schon wieder ein bisschen offensiver uns aufstellen können. Zum Beispiel... Ja, also das, die Korope braucht jetzt keinen Schutz mehr. Darum ging es mir. Wir gehen jetzt... Ach gut, da haben wir keine Versorgung. Na, ich weiß nicht, wie da die Versorgung aussehen wird. Sehen wir jetzt hier nicht. Aber wir können in der nächsten Runde, könnten wir, glaube ich, problemlos... Hier haben wir Nachschub. Ja, wir haben doch dort Nachschub. Das ist nur das Kreuz, weil wir dort nicht hingehen können. Weil es sonst einem Angriff gleich käme. Ah, okay. Na gut, wir bewegen uns hier mal mitten ins Geschehen hinein. Vielleicht kriegen wir eine von seinen guten Einheiten irgendwie abgefangen. Die versuchen jetzt wohl hier die Eroberung zu machen. Naja, falls das passiert, stehen wir bereit und greifen mit ein. Gut, insofern wäre das hier auch getan. Hier bin ich am Überlegen,
ob es wirklich klug ist, diese Stadt per Belagerung einzunehmen. Der Hintergrund ist, dass ich, glaube ich, diese Stadt sowieso nicht behalten möchte. Und dann können wir sie auch zerstören, ausbeuten. Und dann können wir sie auch direkt erobern, damit das Ganze schneller geht. Scheint mir fast sinnvoller zu sein, das so zu machen. Nikala ist, wir gucken mal, bei Moral 41%. Ein bisschen Glück wird die Stadt das nächste Mal zu uns wechseln. Was ich aber vorher machen werde, ich werde diese geheilte Kavallerie mal nehmen. Es sind zwar berittene Krieger, aber ich denke, die werden genügen, um diese Armee hier hinten jetzt mal zu vernichten. Dann sind wir die Sorgen schon mal los. Hervorragend. Ja, allerdings auch mit 177 Verlusten. Okay. Ja, und dann wäre ja Apollonia das nächste Ziel. Eine Einserstadt und es wird uns absolute Überlegenheit gesagt. Na, dann greife ich nochmal an. Ja. Prima, okay. Sehr schön. Damit haben wir sogar den Kundschaft erhalten. Haben noch ein bisschen Plündergut bekommen. Und die Stadt allerdings ist auch eine ökonomische Stadt. Ja, da lohnt es sich fast, die Reparatur zu machen. Wobei, ach, 10. Brauchen wir diese Stadt eigentlich gar nicht. Ich meinte, der Sklavenmarkt, der ist natürlich nett. Schwierige Entscheidung. Eigentlich will ich jetzt ja nicht mehr so viel. Ich glaube, die Stadt reißen wir ab. Die werden wir plündern das nächste Mal. Und nicht reparieren. Auch wenn sie ökonomisch ist. Das ist ein Perk, den man über Forschung bekommen kann. Der wird auch noch wichtig für uns sein, aber leider ist der noch nicht erreichbar für uns. Aber Kokyra hat den ganz offensichtlich. Naja. Okay. Hier in Epidamnos haben wir ein bisschen das Problem, dass die Zufriedenheit nach wie vor gering bleibt. Ich weiß gar nicht, was der Grund da unbedingt dafür ist. Revolten. Das muss immer noch dieser General gewesen sein, der hier Stress gemacht hat. Man könnte sich überlegen, ob wir vielleicht mal ausnahmsweise hier sowas wie ein Amphitheater bauen. Kostet uns nur Gold und Steine. Davon haben wir im Moment genug. Wisst ihr was? Ah, das ist 4 Runden. Das ist aber auch ewig hin, ne? Vielleicht ist das der bessere Ort, um unsere Nomaden irgendwo einzusetzen. Die würden da genau hin... Ja, das machen wir mal. Das ist die bessere Lösung. Oh, ich dachte, sie kommen dorthin. Aber sie kommen genau dort nicht hin. Naja, eine Runde wird das noch gut gehen. Das, denke ich, ist kein Problem. So, die sind so weit im Hinterland, dass wir hier Selbstheilung machen können. Und jetzt ist die große Frage. Die bleiben hier bei der Belagerung. Das ist gut. Hier haben wir Billis. Da ist unser Krieger schon am Start. Um jetzt hier eine echte Umschließung zu machen. Aber so richtig echt geht das nicht, weil wir nicht auf dieses Feld hier uns bewegen können, weil das ein Flussfeld ist. Brauchen wir den noch woanders? Hier ist noch eine Stadt. Was haben sie denn hier eigentlich gebaut? Eine Stallung. Versuchen wir das mal so, indem wir hier rumreiten. Ah, okay, das ist ein anderes Gebiet. Das ist das... Warte mal, wem gehört das hier? Das gehört den unabhängigen Städten? Ja, eigentlich ja. Und warum können wir das nicht angreifen? Gehört das uns jetzt? Ist ein bisschen unklar. Tatsächlich, die gehört uns. Muss nicht angegriffen werden. Da kommen wir nicht rein. Ja, mal sehen, ob das schon für eine Belagerung reicht. Dass dies hier reicht, das wissen wir. Wir haben hier unseren... Hatten wir nicht unseren General hier? Ja, der General wird jetzt aktiv werden. Der wird Ansporn machen. Und dann nehmen wir hier unsere besten Axtkämpfer, die wir zur Verfügung haben. Na, ich weiß nicht. Oh nein! Oh nein, ich habe aus Versehen einen Rechtsklick gemacht. Ach Gott. Okay, das war dämlich. Dann müssen wir mit denen angreifen. Wir haben keinen Ratschlag verfügbar. Und ein Krieger verteidigt das Ganze da. Ah, ist also nicht so einfach, diese Stadt zu nehmen. Der Sieg ist unser, aber mit hohen Verlusten verbunden. Das ist jetzt sehr blöd gelaufen. 2-5. Wir greifen nochmal an. Jetzt wollen wir es wissen. Immer noch nicht erledigt, die Einheit. Was ist das denn? Ein Unentschieden?
Die bringen wir mal hierher zum Schutz und ich werde jetzt zum dritten Mal angreifen. Und wir können die immer noch nicht besiegen. Das ist... Oh Gott, und die ziehen auch noch weit zurück. Aber ich glaube nicht, dass die noch angriffsfähig sind. Ansonsten hätten wir jetzt ein kleines Problem. Weil die Truppe jetzt durch diese Beeinflussungsaktion, die ich eigentlich gar nicht machen wollte, geschwächt ist, glaube ich. 3,7. Dahin können wir ihn nicht mehr bringen. Na, dann hoffen wir mal, dass das keine schwerwiegenden Auswirkungen hat, dieser Missklick. Ja, aber von den Bewegungen her haben wir alles getan, was ich tun wollte. Dann schauen wir mal, welche Einheiten hier noch in Frage kommen. Der Wagen, ja, der Wagen, der kann, denke ich, erstmal wieder zurückfahren. Weit zurück. Wie wir sehen, ich bringe ihn dann erstmal hier hin. Aber er hat auch eine enorme Reichweite. In dieser Runde natürlich nicht. So. Der Siedler ist jetzt hier angekommen. Sehr gut. Ich finde, der kann jetzt für die Steinstraßen hier unten verantwortlich sein. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Dann geh mal dorthin. Und baue eine Route weiter bis Einos. Warum er denn hier meine Lücke auslässt? So, du bleibst dort stehen. Mehr wollen wir nicht machen. Du bleibst auch stehen. Beschützt dort den Straßenbauer. Hier. Was war jetzt hier der Plan? Hier muss eigentlich noch eine Straße gebaut werden. Warum ist das nicht erfolgt? Dann machen wir das mal per Hand. Geht ja auch. So. Du bist dort angekommen. Dann wäre das nächste, dass wir dort vorne eine Straße hinmachen. Also von hier nach dort. Funktioniert jetzt hier von der Mine dorthin. Und dann müssten alle Eisenminenstraßen zumindest in Bau sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Du sollst hier stehen bleiben und hier hinten können wir uns leider nicht rausbewegen. Das heißt auch hier stehen bleiben und damit sind wir durch in der Runde. Handelstechnisch habe ich geprüft, da haben wir eigentlich nichts zu tun. Insofern können wir aber noch, oh ja doch, wir können noch einiges mehr machen. Wir haben ja noch Eisen und wir können reparieren. Apollonia, Nike, Evros. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit Evros und beginnen hier die Reparaturen. 21, kostet uns das. Wir haben relativ viel Gold und Steine, das heißt, ich werde jetzt systematisch beginnen, andere Gebäude zu bauen, und zwar Philosophenschulen. Und wie machen wir das am besten systematisch? Wir gehen einfach von Pella aus in irgendeine Richtung, prüfen die einzelnen Städte. Hier zum Beispiel, aber hier geht es im Moment nicht. Aigai. Da ist schon eine Philosophenschule, okay. Dann machen wir hier weiter in Arnisa. Hier ist noch keine. Das kostet uns 5 und 5. Ja, das können wir uns ganz gut leisten. Starten wir mal mit diesen Investitionen. Hier geht es weiter. Ich will es mal nicht übertreiben, aber so 3 pro Runde können wir, denke ich, bauen. Wobei wir natürlich auch wieder die Handelsverbesserungen, die müssten wir eigentlich auch dringend haben. Da gibt es sicher auch Städte, die die nicht haben. Okay, weiter geht's. 3 haben wir in Bau gegeben und damit sind wir durch. Und wir können gucken, was der Gegner macht. Das sind erstmal wir, unsere Truppen, die sich noch bewegen sollen. Jetzt versucht der Thessalische Bund dort Kerax anzugreifen, aber beziehungsweise sie werden angegriffen. Das war ihr General, den sie da ein bisschen zu weit vorgestellt haben. So, jetzt erleben wir hier den Kampf von Boeotien gegen Phtiotis. Und ich hoffe ja, dass wir irgendwo abstauben können. Dass wir eine der starken Einheiten...
Da haben wir nichts gesehen, dass wir eine der starken Einheiten des Gegners attackieren können. Jetzt werden wir angegriffen von Boiozien. Ja, okay. Es waren unentschieden mit erstaunlichen... Boah. Mit erstaunlichen 333 Verlusten auf unserer Seite. Damit habe ich nicht gerechnet, aber der Angreifer ist ja auch schon wieder so heftig. Waren das nicht eben nur Peltasten? Krass, was die für eine erfahrenen Einheiten haben. Okay, ich glaube, wir sollten uns da wieder zurückziehen. Und gut, dass da bald Verstärkung hinkommt. Eine Reiterei und ein Hopliten, den wir dort in der Nähe ausbilden. Die Molosser verlieren übrigens immer mehr. Ich glaube, die Molosser, die können wir abschminken. So, hier werden wir erneut angegriffen. Ja, wir halten immer noch ganz gut die Stellung. Ebenfalls, also wieder nur 27 Verluste. Enorm. Wieder ein Unentschieden, das ist gut. Oh, diesmal aber mit General. Die Athener rüsten dort auf. Die Achämeniden kämpfen allerdings dort jetzt auch gegen die Athener. Vielleicht vertreiben sie sie aus Kleinasien. Gut, dass sie auch an mehreren Fronten kämpfen, so wie wir. Leider sehen wir dort nicht das Ergebnis des Kampfes. Hier sehen wir einen General, der angegriffen wird. Die sind da noch eifrig am Ausschiffen. Möglicherweise auch am Anlanden bei uns. So, das Schiff von Arkadien geht unter, von Korinth angegriffen. Und damit sind wir wieder am Zuge. Okay. Mal gucken, was noch so passiert ist. Oh nein. Oh nein. Bürgerkrieg bei uns. In welcher Stadt? Ach Gott, gucken wir uns das gleich an. Das ist natürlich unglücklich. Wir haben Gott sei Dank hier viele, viele Einheiten. Können das zurückerobern. Nein. Stravai wurde übernommen. Die Gefahr lauert nicht nur jenseits der Grenze. Skordi hat einen starken Rückhalt innerhalb des Landes. Dessen Anhänger töteten den lokalen Gouverneur. Okay. Werdet ihr Sparta den Frieden anbieten, um dem Wunsch der Molosser zu entsprechen? Die Molosser sind immer irrelevanter. Aber wie sieht es denn aus mit Sparta? Sparta ist mit Krieg mit Euböa, also sagen wir nein. Das ist uns wichtiger. Die Molosser wollen jetzt wieder alles haben. Aber ehrlich gesagt, das mache ich nicht. Weil die sind sowieso nur am Verlieren. Rhodos möchte, dass wir in einen Verteidigungspakt und Waffenbrüder werden. Finde ich ein bisschen schwierig, weil das super weit entfernt ist. Und uns da wieder in ganz neue Konflikte bringen könnte, werde ich Nein sagen. Vielleicht später. Und, oh Gott, Nomaden siedeln in unseren Gebieten. Na toll, Keletron wurde gegründet. Zwei Probleme. Nikala wird weiter belagert durch uns. Billis jetzt auch, das hat geklappt mit der Kavallerie, hervorragend. Antipatreia auch. Und Karawanen wurden angegriffen. In Stravai fliehen Menschen. Und durch die Veränderung hier sind auch Armeen von uns nicht versorgt. Das ist ein Problem. 2% ist aber kein Problem. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, die wichtigsten Sachen. Ein fremder Stamm siedelt hier. Keletron. Können wir den nicht einfach über Beeinflussung auf unsere Seite bekommen? Ich meine, das ist im Moment ein Klacks. Wir versuchen es mal. Ich glaube, das können wir mehrfach machen. Ne? Wir haben so viel Gold. Vielleicht kriegen wir das ja hin, ohne da überhaupt irgendwas hinzuschicken. Ha! Okay, alles klar, tatsächlich. Und nun? Nun haben wir da eine blöde Stadt. Die können wir vielleicht, die sollten wir vielleicht plündern.
so sehr nah an unserer Stadt dran. Aber immerhin, das Problem ist jetzt erstmal gelöst. Wie schnell sind wir dort? Eigentlich brauche ich hier... wir sind nicht sehr schnell dort. Wir haben doch hier auch irgendwie noch eine Kavallerie, aber die wird natürlich auch nicht da hinkommen in einem Zug. Ja, ich will dich eigentlich noch verstärken. Von hier unten wirst du da auch nicht schnell hinkommen. Naja, das ist vermutlich unsere schnellste Einheit, die im Moment entbehrlich ist. Ja, die Stadt, die möchte ich nicht behalten. Die Frage ist, ob wir sie plündern können nach diesen Ereignissen. Wir werden sehen. Ich bewege mich mal dorthin. So, das nächste Problem ist das hier. Welche Stadt... Oh mein Gott! Oh mein Gott, es ist nicht nur eine Stadt, es sind vier Städte. Ich fasse es nicht. In allen vier Städten war aber die Zufriedenheit eigentlich in Ordnung. Oh wow. Oh wow. Und das ist übergelaufen zu den Molossern? Sehe ich das richtig? Oder ist das noch unsere Stadt? Nee, ich glaube, die Stadt ist uns noch geblieben. Tatsächlich. Ach du Schreck. Na, nun haben wir ja echt ein Problem. Jetzt ist ja unser gesamter... Oh mein Gott, es ist unser gesamter Nachschub im Eimer. Und da werden natürlich plötzlich jetzt diese Städte hier bekommen jetzt größte Bedeutung. Das heißt, Apollonia werden wir auf jeden Fall reparieren müssen. Um unseren Nachschub zu sichern. Wir müssen erstmal hier die Verbindung wiederherstellen. Das ist ja alles eine Katastrophe. Okay, wir starten aber trotzdem in gewohnter Reihenfolge. Jetzt bloß nicht nervös werden. Das kriegen wir schon wieder hin. Oh mein Gott, aber die ganze... Schaut euch das an auf der Karte, wie viel das ist. Diese Stadt ist ebenfalls von den Neutralen zu diesen übergelaufen. Was ist denn das für eine wahnsinnige... Städte, die schon lange bei uns sind, betrifft es ebenso. Oha. Die Frage ist, wie kann man das eigentlich verhindern? Also, ich bin mir sicher, dass hier die Zufriedenheit in Ordnung war. Die Gesamtzufriedenheit ist auch in Ordnung. Muss man wirklich jetzt überall Garnisonen stellen, um das zu verhindern? Das ist ein bisschen unklar, ehrlich gesagt. Ich meine, dass das passieren kann, finde ich in Ordnung. Aber man müsste wissen, was man da tun könnte, um das zu verhindern. Ne? So, die bauen hier weiter auf. Was ist das? Die haben hier noch einen Weisen oder was? So, mit euch können wir wieder nicht weg. Okay, wir fangen hier mal von vorne an. Die sind da. Die stehen jetzt dort. Haben aber vermutlich auch keine Versorgung. Gleiche Chancen. Der Held kann jetzt an dieser Stelle nichts machen, meines Erachtens. Nee. Ungewisses Resultat. Wir müssen angreifen. Wir müssen die da wegbekommen. Die behindern da alles. Ja. Hart, die zu bekämpfen. Ein Unentschieden ist es geworden. Terrainbonus ist nicht ganz so gut. Klarer Vorteil aber jetzt auf unserer Seite, wenn wir von hier angreifen. Na, Gott sei Dank. Das Problem ist dann erstmal beseitigt. Das Gebiet können wir okkupieren. Das ist eine Stadt, die gegründet wurde von den keltischen Stämmen. Die müssen wir natürlich einnehmen. Da ist gleiche Chancen, sagt er. Ja, wir müssen sie angreifen. Wir müssen sie plündern. Weg damit. Genügt nicht. Ich meinte nur 18 Mann Verlust ist kein Problem. Aber das reicht ganz offensichtlich nicht. Wir können aber nicht mehr machen. Wir haben im Moment hier nicht mehr Truppen. Halt, aber hier ist noch eine Kavallerie unterwegs, die allerdings 0,2 hat. Das ist schlecht. Das genügt nicht. Die muss ich erstmal ausheilen, würde ich sagen. Macht sie mal das nächste Mal in Evros. Kann sie aber nicht diese Runde machen. Verstärkt uns hier aber ein bisschen. Ist in Ordnung. Mit denen können wir nichts weitermachen, solange wir unsere Hopliten noch nicht bereit haben. Die machen hier weiter ihre Selbstheilung.
Hier ebenso. Ja, das geht langsam voran. Okay, da steigt langsam die lokale Zufriedenheit. Gut, das heißt, hier sind wir erstmal durch. Die Straßen werden hier gebaut. So weit, so gut. Wir haben 20 Eisen. Das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Unsere Eisenimporte laufen noch. Das ist das überhaupt das Allerwichtigste derzeit. Das Eisen läuft. Achaia bietet Steine an. Das ist gut. Da können wir vielleicht noch ein bisschen zuschlagen. Machen wir das mal. Versuchen wir dann nochmal ein Handelsabkommen. Wie viel haben sie? Okay, das lohnt sich nicht. Da werden sie nichts machen mit einem Stein. Brauchen wir gar nicht diskutieren. So, das Problem hatten wir gelöst. Wir gehen hier in den Süden und wurden hier hart attackiert. Durch starke Boiotier. Das heißt, wir ziehen uns zurück, wenn das denn überhaupt geht. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist genau der Punkt, wo man dann sowas gerne haben würde. Diese Eigenschaft, diesen Perk, dass man nach einem Angriff sich zurückziehen kann. Können wir aber nicht. Wir stehen da jetzt relativ ausgeliefert den starken Einheiten des Gegners. Welche Perks die haben, wissen wir nicht. Oha, was steht denn da noch dahinter? Noch eine Prodomai-Kavallerie. Okay, drei Einheiten, die uns jetzt attackieren können. Das war mal wieder zu gewagt und zu offensiv von mir, was ich hier getan habe. Da ziehen Speerkämpfer uns entgegen. Deswegen beschützen wir die weiterhin. Und diese Hopliten werden weiter geheilt, während diese nochmal ins Training gehen und auch noch Disziplin erhalten. Dann sind sie einsatzbereit. So, jetzt kommen wir zu diesem Dilemma hier. Okay, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unsere Nachschubwege wieder stimmen. Dazu nehmen wir die Kavallerie und erobern uns erstmal das Land zurück hier. So, aber der Nachschub stimmt immer noch nicht, ne? Doch. Zumindest teilweise. Das müssten wir angreifen. Ja. Wir müssen ein bisschen auf die Bewegungspunkte achten. Wir müssen auf jeden Fall hier durchstoßen, dass wir die Straßen wieder haben. Das gelingt nur teilweise. Ich bewege mich erstmal hier wieder in die Stadt zurück. So, wie sieht's aus? Versorgung noch nicht ganz optimal. Okay, was ist hier unsere beste Einheit? Diese, ne? Du wirst jetzt hier den Angriff führen. Damit haben wir den erstmal erledigt und selber den Kundschafter erhalten. Die Stadt ist damit noch nicht in unserer Hand. Ich würde sagen, ihr haltet die Belagerung aufrecht. Wir werden jetzt von Gorica aus uns auch nochmal hier bewegen. Diese Einheit mal rausnehmen. Und das Land zurückerobern. Okay, wie sieht es jetzt mit dem Nachschub aus? Deutlich besser. Deutlich besser. Das ist erstmal eine Grundlage. Bringt uns aber noch lange nicht unsere Ländereien zurück. Vor allem, wenn sie jetzt selber hier aktiv werden. In Uskana, was können wir hier machen? Wir können nur Nomaden bauen. Hier oben können wir immerhin Krieger bauen. Ich glaube, wir müssen hier nochmal loslegen, nachlegen. Leider nur ein normaler Krieger. Besser wäre natürlich ein Axtkämpfer. Aber ehe wir das da einführen... Nee, kommt. Wir müssen... Ich hole uns hier nochmal einen Krieger. Puh.
So, Goriza kann sich für eine Zeit lang selbst verteidigen, falls die neutralen Städte angreifen werden. Gott sei Dank sind wir mit dem Thessalischen Bund im Frieden. Okay, jetzt haben wir hier noch Einheiten 1,8, 1,7, 1,7, 1,9. Und da bin ich mir jetzt unsicher, was wir mit denen machen. Wir können. Nee, das können wir nicht beeinflussen. Wie sieht denn die Moral hier aus? 41, 79. Das heißt, es gibt vielleicht eine gewisse Chance, das zurückzuerobern. Wir gehen mal hier voran. Und ich bringe mal den General dorthin. Kann der nicht irgendwas machen in der Richtung? Was kann der machen? Der kann Aufstände provozieren. Versuchen wir es mal. Vielleicht kriegen wir es auf einem ähnlichen Weg das wieder zurück. Ich weiß es nicht. Wir machen es mal. Okay, also der Einfluss ist auf jeden Fall gestiegen, hat aber nicht gereicht. Die Moral liegt dort bei 12%. Das ist doch super schlecht, 12%. Da könnte ich mir echt vorstellen, dass das wieder zurückfällt. Die Einheit wollten wir nach Epidamnos bringen, aber jetzt ist inzwischen die Zufriedenheit hoch dort. Aber wir ziehen ihn mal hier hin, um Felder zurückzuerhalten. Ein Angriff finde ich jetzt schwierig. So, jetzt holen wir uns einfach mal Gebiete zurück. Das könnte den Gegner vielleicht auch frustrieren, habe ich so ein bisschen die Hoffnung. Und die Versorgungssituation hat sich erstmal deutlich wieder verbessert. Das ist ein kleiner Trost, wenn das denn so bleibt. Okay. So, die beschädigten Sachen können wir jetzt, glaube ich, nicht reparieren. Dazu haben wir zu wenig. Haben wir zu viel ausgegeben, außer Apollonia. Ja, die Stadt hat jetzt ein bisschen Glück gehabt, ne? Durch den Aufstand ist sie plötzlich wichtig geworden. Ich denke, dann starten wir hier die Reparatur. Okay. Und sind mit den Sachen erstmal durch. Boah. Immer noch bitter irgendwie. So, du bleibst dort zur Verteidigung. Ja, hier müssen wir einfach hoffen, dass das irgendwie gut geht, dass wir irgendwie nochmal aus der Nummer rauskommen. Wobei es im Moment nicht so aussieht, ehrlich gesagt. Können wir schnell ein Schiff hinschicken? Ja, in zwei Runden wäre das da. Aber ich fürchte, hier sind gegnerische Schiffe, die unseres kaputt machen können. Gehe ich lieber in Selbstheilung. Dann gucken wir mal, was noch ist. Das Boot. Das könnten wir verbessern, aber ich glaube, das ist unnütze Ressourcen, die wir da ausgeben. Das werden wir dort liegen lassen, beziehungsweise in Ruhestellung bringen. So, du hast jetzt Straßen gebaut, ne? Okay, das heißt, wir machen weiter mit dem Straßenbau. Das heißt, du wirst von hier unten die Straßen erstmal nach Krenides erneuern. Achso, den ersten Teil. Ich weiß nicht, warum er da anfängt. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht manuell nochmal nacharbeiten. So. Hier waren wir mit Sicherheit auch beim Straßenbau beschäftigt. Wichtig ist eigentlich, dass hier mehr passiert. Du bist da am Bauen. Wir werden dann mal den Lückenschluss noch machen nach Fortinovo. Aber das mache ich mal per Hand. Trockenlegen. Okay, eine Straße scheint. Oh ja, die Straße ist ja hier schon. Das betrifft eigentlich nur noch dies hier. Hier kann noch gebaut werden. Prima. So, jetzt checke ich das nochmal. Oder? Es ist immer noch nicht gebaut worden, ne? Route bauen, Brücke bauen.
Jetzt baut es. Alles klar, sehr gut. Ich meinte, er sagt uns hier gute Aussichten. Aber wir warten nochmal ab. Ich meine, der Nachteil ist, dass der Gegner sich befestigen kann. Aber ich hoffe ja wirklich auf ein Überlaufen. Ich werde nicht angreifen. Hoffen wir mal, dass das vielleicht klappt. Und bleiben hier stehen. Die Axtkämpfer da unten. Oh, warte mal. Hier haben wir doch sogar noch einen Angriff, den wir machen können, den ich nicht übersehen habe. Mit 2,3 gute Aussichten. Den werden wir noch machen. Vielleicht kriegen wir die Stadt, ja? Nein. 20.000 Bevölkerung. Was ist das denn? Ein Krankenhaus. Kann freundliche Einheiten auf dem gleichen Feld heilen. Okay. Richtig. Euch haben wir hier noch am Start. Genau. Euch habe ich ja ganz vergessen. Hier wäre es, glaube ich, sinnvoll, wenn wir von dort auch nochmal den Angriff machen. Dann heben wir allerdings hier die Belagerung auf, ne? Aber ich will jetzt diese Stadt haben. Die können wir dann auch gleich plündern. Das nächste Mal. Wir machen das mal. Greifen wir auch nochmal an. Ja, die ist hart im Nehmen. Okay, mehr ist hier nicht möglich. Allerdings können wir uns noch nach Pylos wieder begeben und dadurch die Belagerung wieder aufrechterhalten. Das ist auch gut. So, ihr bleibt dort. Ihr bleibt dort. Wichtig. Hier wurden offenbar auch Straßen zu Ende gebaut. Bauen wir mal dort noch eine manuell. Ja, und das war dieses Dilemma. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Einheit, Phaidros her, ob die durchhalten werden. Oder ob ich dort einen kapitalen Fehler gemacht habe, indem ich zu offensiv mich aufgestellt habe. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass Boeotien dort mit so starken Kräften steht. Ich hatte das Gefühl, die sind wieder südwärts abmarschiert. Das war eigentlich der Grund für diese Entscheidung. Okay, Korkyra kämpft dort weit im Süden noch gegen die Thesproter. Etolien greift Boeotien an, das ist immer eine gute Sache. So, jetzt werden wir tatsächlich angegriffen. Ja, das ist nicht der schlimmste Angriff. Aber wir haben wieder 133 verloren und jetzt setzen sie nach natürlich. Oh mein Gott! Okay, einmal leben wir noch. Wir können uns zurückziehen. Mit nur 117 Verlusten. Das könnte unsere Rettung gewesen sein. Und er greift tatsächlich an, dort den Straßenbauer. Na gut, dass wir dort in solider Verteidigungsposition gestanden haben. Den sollten wir dann jetzt natürlich auch zurückziehen. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Das ist nochmal gut gegangen. Die Boeotier waren dran und haben uns dort nicht besiegt. Ich frage mich, ob es sich lohnt, mit den Thesprotern sich mal gut zu stellen. So, wie lange kann die Einheit noch aushalten? Nicht mehr lange. Flieh vielleicht mal dort. Das waren jetzt harte Verluste. Erstmals wirklich harte Verluste. Er zieht sich zurück. Ein Weiser kommt. Ein General kommt. Kann er möglicherweise die Einheit zum Überlaufen bewegen? Ich weiß es nicht. So, die Achämeniden versenken einen General der Phrygier. Und der verzieht sich. Spannend, spannend. Okay. Wollt ihr den Frieden mit dem Achämenidenreich beenden? Nein, tut mir leid, Obrühr. Ich mag euch sehr, aber das will ich nicht. Das wollen wir uns jetzt nicht auch noch aufbinden. Handelsangebot. Ah. 21 Runden? Nee, wir brauchen... Das ist absurd. Lehnen wir ab. Friedensangebot mit Skordia. Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit. So.
Okay, alles klar. Es ist geschehen. Nikala desertiert, die Hungersnot zwingt die Leute überzulaufen. Sie können keinen Widerstand mehr leisten. Endlich. Endlich. Bullis steht weiter in der Belagerung, sehr gut. Einer unserer Armeen hungert. Hier auch. Okay. Insgesamt ist das einigermaßen glücklich gelaufen. Einigermaßen. Wichtig ist, dass wir jetzt diese große Stadt endlich erobert haben, die jetzt auch komplett unter unserer Kontrolle ist. Ohne, dass sie zerstört ist. Das ist echt zum ersten Mal ein echter Vorteil. Oder merkt man den Vorteil dieser Art der Eroberung. Und vor allem ist es eine ökonomische Stadt. Das ist schon viel wert. Sehr viel wert. Aber die Hoffnungen haben sich nicht bestätigt. Stravai ist nicht übergelaufen. Und damit müssen wir uns leider erstmal gen Norden wenden mit einer leicht geschwächten Armee hier. Aber, liebe Leute, das machen wir nicht mehr in dieser Runde. Sondern in der nächsten. Und die Konsequenz ist, wir müssen hier mit Mittelland Garnisonen etablieren. Zumindest in den großen Städten. Beziehungsweise, wir werden Stravai werden wir plündern. Wir werden von diesen 4 Städten nur 2 übrig lassen. Strafe muss sein für so ein Verhalten, das ist klar. Und dann haben wir halt auch weniger zu kontrollieren. Ich denke, Klos wird geplündert, Stravai wird geplündert und die beiden, die bleiben. Und da stellen wir dann Nomaden da rein zur Aufsicht. Ja, ich finde, der Plan ist in Ordnung. Antipatreia wird auch geplündert. Ha, mal schauen, ob das so hinhaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwall.